Hallo, ich grüße dich ganz, ganz herzlich hier in unserer Entdecke und lebe deinen Seelenplan-Gruppe. Ja, worum geht's heute? Es geht heute um das Thema Brustkrebs, Depression, keinen Hunger und Appetit haben, auf der anderen Seite hungrig sein nach dem Seelenplan. Eine Teilnehmerin hat einfach so in der Richtung ihre Anliegen hier geschildert. Und deshalb möchte ich da mal drauf eingehen. Also zum einen, du kannst dir das so vorstellen, dass unsere Seele uns ständig Botschaften schickt, um uns darauf hinzuweisen, als Erwachsene uns an unseren Seelenplan zu erinnern. Wir haben das nur nie gelernt. Wir haben nie gelernt, als Kinder auf unser Herz, auf unsere Seele zu lauschen. Sind ganz viele Schleier über uns gelegt worden, weil wir ein Leistungsbewusstsein entwickelt haben, aber kein Selbstbewusstsein, geschweige denn auf unser Herz zu lauschen und die Dinge zu machen, die unserem Seelenplan einfach entsprechen. Ich hoffe, die Verbindung hält, denn ich sitze hier gerade im Auto, wir sind gerade in Karlsruhe unterwegs, aber ich wollte hier jetzt den Livestream hier auch gerne mal machen. Ja. Und es gibt da so einen schönen Spruch, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält und die Seele sagt zum Körper: Geh du vor, auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper: Okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Und so ist dann, wenn, wie der Volksmund es einfach auch schon sagt, wir können unserer Sprache da so viel entnehmen. Wenn man in seinem Leben dahin krebst oder darum krebst, dann kommt irgendwann eben auch der Krebs. Und von unserer Medizin her ist das was ganz, ganz Schlimmes. Aber, und da möchte ich dich dazu ermutigen, geh mal mit weniger Bewertung und Beurteilung oder soweit es dir gelingt, wenn dich solche Krankheitssymptome, Disharmonien, es ist nichts anderes als eine Disharmonie im Körper, egal was es ist. Nur von unserer medizinischen Seite her wird es anders beurteilt. Also jede Krankheitssymptom, das die Seele uns schickt über den Körper, ist nichts anderes als eine Disharmonie. Und was wäre, wenn du das überhaupt nicht in dem Sinne bewerten und beurteilen würdest, als dass es was ganz Schlimmes ist, sondern es wirklich wahrnehmen würdest als Botschaft von deiner Seele: Hey, jetzt werd endlich wach, begib dich endlich auf deinen Seelenplan, auf deinen Herzensweg. Erinnere dich endlich daran, was du dir als Seele einfach mal vorgenommen hast, warum du hier auf Mutter Erde bist, warum du jetzt, also vor einigen Jahren, in diesem Körper, in dieser Familie einfach inkarniert hast. Das nimmt, denke ich, schon mal zunächst ein bisschen den Druck raus und gerade auch Depression. Depression ist nichts anderes als auch eine Form, wo die Seele einem einfach Hinweise schickt: Hey, du machst so viel von den Dingen, die dir nicht wirklich entsprechen, die deinem Plan nicht entsprechen. Ich weiß da sehr gut, wovon ich spreche. Ich hatte auch schon tiefste Depressionen und heute würde man das als Burnout bezeichnen. Vor 30 Jahren kannte man diesen Begriff nicht. Da hieß es einfach Depression. Genau. Das heißt, im ersten Schritt geht es jetzt darum, dass du erstmal das so erkennst, dass es einfach ein absoluter Hilfeschrei von deiner Seele ist, endlich mal hinzuschauen und in dich zu lauschen. Was sind denn die Dinge, die dich besonders machen? Du kannst dir dazu zum Beispiel auch ein bisschen deine Lebensstory mal anschauen und mal schauen, was zieht sich da wie so ein roter Faden durch dein Leben? Was sind die Dinge, die du sehr, sehr gerne machst? Was sind die Dinge, die du wunderbar schon gemeistert hast in deinem Leben? Und was sind die Dinge, die wir vermeintlich als negativ beurteilen, wo du aber gestärkt herausgegangen bist, die du auch irgendwo gemeistert hast? Und natürlich auch mal wieder dir zu erlauben, dich zurückzuerinnern, was sind die Dinge, die du als Kind gerne gemacht hast, wovon du mal geträumt hast, was aber dann einfach gedeckelt wurde und du es dir nicht mehr erlaubt hast, in die Richtung zu denken, weil wir ja so konditioniert wurden,
einen Schulabschluss zu machen und dann eine Berufsausbildung oder Studium des Studierenswillens und dann uns irgendwie zu arrangieren mit einem Beruf, der uns nicht wirklich entspricht, der uns viel, viel Energie kostet, aber keine Energie schenkt. Und schau mal, wenn du die Dinge machst, die dir wirklich am Herzen liegen, die dich Raum und Zeit vergessen lassen, dann schenkt dir das Energie, dann raubt dir das keine Energie. Also das sind Fragen, die du dir stellen kannst. Und schalte dabei bitte, soweit das möglich ist, überzogen gesagt, deinen Verstand, deinen Denker aus. Denn der wird dir dann gleich im nächsten Schritt sagen, ich bin jetzt zu alt dazu, damit kann man doch kein Geld verdienen, das funktioniert doch nicht, weil und, und. Also diese ganzen Dinge, die dein Mind, dein Gehirn, dein Denker dir da einfach schickt, wandel das bitte alles um. Du bist einzigartig, mach dir das bitte bewusst. Und diese Disharmonien, die dein Körper dir jetzt schickt, aufgrund der Kommunikation mit deiner Seele, ist nichts anderes als der Hilfeschrei dahin zu schauen. Okay? Und mach das bitte auch schriftlich. Mach dir da bitte schriftlich auch Notizen zu. Weil das wird so vielseitig sein, da wird auch nach und nach immer mehr aufkommen, damit du da so ein bisschen, wie sagt man so schön, schwanger mitgehst. Okay? Das ist das eine. Und gerade bei dem Thema Brustkrebs, da kannst du dich natürlich auch noch fragen, wo erlaube ich mir oder habe ich es mir bislang nicht erlaubt, voll meine weibliche Seite zu leben? Denn die Brüste haben einfach etwas auch mit der weiblichen Seite zu tun. Wir brauchen, um unser Leben, unseren Seelenplan zu leben, sowohl die männliche Seite als auch die weibliche Seite. Und Brustkrebs ist einfach auch etwas, wo die Seele über diesen Bereich dir, jetzt sehe ich überhaupt nicht mehr, ob ich hier noch online bin, aber wird schon klappen. Die Sonne scheint hier gerade so. Wo die Seele dir über die Brust einfach Signale schickt, dafür stehen die Brüste für die Weiblichkeit einfach. Wo hast du dir in deinem Leben bislang nicht erlaubt, warum auch immer, deine Weiblichkeit nicht zu leben? Und dann lass das zu. Es ist alles wandelbar. Und das Thema Depression ist jetzt einfach nur noch auch mit dazu gekommen, zusätzlich als Hilferuf von der Seele, von deinem Herzen. Endlich dich auf diesen Weg zu begeben. Das ist so der allererste Schritt. Und wenn du dich auf diesen Weg begibst, wirst du merken, wie du dir mehr und mehr näher kommst. Weil du so auf der Suche bist und es bislang auch nicht geschafft hast, den Zugang nochmal zu dir selbst zu finden. Das hat sicherlich auch damit etwas zu tun, dass wir in der Kindheit, und das ist bitte keine Elternschelde, viele, ja, Verletzungen, mangelnde Liebe, mangelnde Aufmerksamkeit erlebt haben und dann so eine Mauer, so unsichtbare Mauer und Schleier um uns gelegt haben, quasi schon fast so als als Überlebensschutz, ja, als Schutz vor weiteren Verletzungen. Aber je mehr du dich in diese Richtung gedanklich begibst und dich immer wieder damit beschäftigst, umso mehr wirst du Erkenntnisse bekommen zu deinem Seelenplan, was dein Herz wirklich möchte. Und dann ist auch einfach alles möglich. Dann können auch solche Dinge geschehen, was die Medizin als sogenannte Wunderheilung einfach bezeichnet. Okay? Der nächste Schritt, was dann natürlich auch, was ich dir unbedingt mit ans Herz legen würde, ist, im Hinblick auf die Ernährung, denn ich sehe das auch immer ganzheitlich, also Körper, Geist und Seele sollten immer im Einklang da auch sein. Und je nachdem, wie du dich bislang ernährt hast, denk mal ein bisschen drüber nach, ein bisschen mehr frische Energie zu dir zu nehmen. Sprich, vielleicht auch mal so den Rohkostanteil ein bisschen zu erhöhen. Oder vielleicht überhaupt mal die Ernährung dahingehend umzustellen, dass du wirklich sehr, sehr viel frische Energie zu dir nimmst. Weil das ist das Wichtigste, was deine Zellen, dein Körper, dein ganzes Energiesystem einfach braucht. Zur Genesung, also ganz, ganz viel frische Energie. Und parallel, je nachdem, wie viel Medikamente du nimmst oder schon genommen hast, auch mal über eine Entgiftung und Entschlackung nachzudenken, auch den Darm mal zu reinigen. Das sind dann alles noch so Dinge, wo man einfach auf der körperlichen Ebene das Ganze noch unterstützen kann. Aber es fängt alles wiederum hier im Kopf an, im Mindset. Okay, also ich
hoffe, ich konnte dir da so ein paar Impulse schenken. Begib dich da auf den Weg, geh mit dir ins Brainstorming und frag dich, wo in meinem Leben mache ich viele Dinge oder habe bislang viele Dinge gemacht, die nicht mir selbst entsprochen haben, die mir Energie gekostet haben, wo ich einfach nur am Funktionieren war, weil einfach ein Leistungsbewusstsein da war, und hab Vertrauen. Sobald du deinem Seelenplan näher kommst und beginnst, den zu leben, dein Herz, deine Seele, die freuen sich, die werden dir so viele Türe aufmachen. Das können wir mit unserem Kopf einfach nicht kreieren. Hab da bitte Vertrauen und begib dich auf diesen Weg. Es ist da nie zu spät. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und schau auch, dass du so wenig wie möglich diese ganzen Disharmonien jetzt be- oder verurteilst oder dich vielleicht sogar als Opfer siehst, sondern als Geschenk im übertragenen, vielleicht auch überzogenen Sinne jetzt, dass du jetzt endlich aufwachst und dich jetzt auf deinen Weg begibst und deinem Leben wirklich die von Herzen gewollte Richtung jetzt eben gibst. Okay? Also, alles Liebe, ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem Auto, im Stau, aus Karlsruhe. Bis ganz bald. Tschüss.